Hi, mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Wirklich um Fernfeuer. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers, shaped like... snowflakes. The truth is, there is no snowflake lock. I was just, you know, looking through the lock. Is the Russe schon so nah? I couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor, and I also know that you can kill me at any time. And for both of these reasons, I apologize and beg for your discretion. And preserving the timeless beauty of our fair city. Das ist unerhört. Can't you see? I'm about to bathe. Unerhört. Corvo, under other circumstances, I assure you I might welcome your advances. But rats, plague, and tyranny have a way of killing the mood. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern! No! What are you doing? Bringen Sie mir Fegelein! 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 Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Dann suchen Sie ihn. Sie können Fegelein nicht finden. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Verfahren!
Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung.